France Bleu Elsass. Errichtung in unserem Studio, ihr habt vielleicht nicht erkennt. Es ist der Chef von France Bleu Elsass, alles was die Sendung anbelangt. Félicien Muffler ist bei uns im Studio. Und lüge uns zu, denn ihr werdet jetzt die 10 Kandidaten erfahren, wie wieder morgen am Gesangwettbewerb stimmen. Félicien, schon einmal für die Stimme 2019. Was ist denn das Wettbewerb, für die wir es nicht kennen? Und wie gerade kommen, da wir uns entdecken? Darf ich zuerst Bouchot sagen? Ja, ich sehe schon, wenn ich Bouchot schon bisschen gesehen. Ja, seit reden morgen schon. Bouchot. Ich bin auch von France Bleu Elsass. Und was ist eure erste Frage? Meine erste Frage ist, was ist denn die Stimme? Das Gesangwettbewerb, was ist das genau? Für das ist ein Gesangwettbewerb, das sagen Sie. Es ist das dritte Jahr, als wir den Gesangwettbewerb lancieren. Also mit dem Elsassischen Spruchamt, mit dem Olka und France Bleu Elsass, das sind die Hauptpartner. Und noch gibt es noch andere Partner, die dabei sind, wie zum Beispiel der Crédit Mutuel, Orange, Café Rec, Zassem, Tanzmatte, Stadt von Schlettstadt und France 3 Alsace. Also. Und es ist ein Gesangwettbewerb, wo man sich einschreiben konnte bis Anfang dieser Woche. Und man hat sich einschreiben, indem man ein Lied geschickt hat auf Elsassisch oder auf Blatt. Und wie viele haben Sie da eingeschrieben schon einmal? 32 Personen haben sich eingeschrieben. 32 Maquettes haben wir gebraucht, so sagt man auf Französisch. Maquettes, auf Deutsch sollte man sagen, 32 Lieder haben wir bekommen, also die nicht geschickt worden sind. Auf unserer Internetseite, wo stimme@radiofrance.com. Unsere Mailadresse. Ja, genau. Da habt ihr also einschreiben können. Jetzt ist es spät. Jetzt ist nämlich schon für dieses Jahr sind Würfel jetzt schon lanciert. Also könnt ihr euch wieder einschreiben im November für das nächste Jahr. Also im Moment 32 Personen von 11 Jahren alt bis zu 91 Jahren alt und vom Süden vom Elsass bis auf Baratal, bis ins Lothringische, am Rono, bis in den Mosel haben sich Leute eingeschrieben. Also 32 Maketti, 32 Lieder. Und haben wir elsassische Lieder gehabt? Natürlich moderne Lieder, alles auf Elsassisch oder ein paar auf Blatt, natürlich auch. Und wir haben wirklich von traditionellen Liedli, die wieder frisch aufgenommen worden sind, bis zu ganz, ganz modernen Liedli und sind eigene Kompositionen, ganz, ganz schöne Kompositionen, eigene, und aber auch Reprise heisst man, sagt man auf Französisch, das heisst, sind Liedli, die bekannt sind, wo die Leute einfach übersetzt haben ins Elsassische und haben sie da oder auf Blatt. Und haben sie es geschickt. Aber sie haben es geschickt, sie machen mit. Wer sind denn da die 10, wie der Jury gewählt hat? Und schon einmal, wer ist im Jury? Das werden wir uns verraten in 3 Minuten nach dem Lied von der Stimme 2018. Er hat gesagt, nicht um Verregen mache ich mit. Und er hat es dort zusammen gewonnen, das letzte Jahr. Serge Reger. France Bleu Elsass. Flamine Garn und der Lode durch den Meer hat mich hingeladen, für eine große Inwe jung, für aufs Bild von der Zeitung. Es kommt ja alle Prominenz von beiden Seiten, von der Grenze. Ich kann dem singen, wenn ich mich, bis das gut passt zu dem Fisch. Doch an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Meine Kopin wachs nicht rode, will mit mir einmal hier rode. Sie hat alles schon gericht, kommen einfach 100 Gäste. Gierig Hitze reserviert und Champagner wird serviert. Es gibt ein Cocktail die Natur, aber ich sag au revoir. Denn an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Ich hab ja wieder Rebs im Laufen, wenn's es ist, kannst nicht mehr schnüfen. Sie ist mein Hassel, sie ist mein Schätzel, sie hat aber wie ein Ketzel. Wie sie die Mama vorgestellt, hätte ich gleich ein Schmitzel gewählt. Sie ruft mich an, sie freut sich schon, zum Glück hab ich kein Telefon. Denn an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Und mal wie nach dem manche Kindes kühl mehr warten. Jeder stellt da den Baum mit einem Haufen Plastik dran.
zwar getrunken und gut gegessen. Manche süffen, manche fressen. Und gerade vor dem letzten Tanz gibt's auch noch eine gefüllte Gans. Du an dem Tag, du siehst mich nicht. Für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst. Nicht ums Verrecken, mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst. Nicht ums Verrecken, mach ich mit. Nicht ums Verrecken, mach ich mit. Er hat es gewonnen, das letzte Jahr. Es ist Stimme 2018, der Serge Rieger. Und nach dem noch einmal machen, wenn er es nicht gewonnen hat, hat er wieder mitgemacht, hat er uns das letzte Mal gesagt auf France Bleu Elsass. Félicien, ihr seid mit uns, für uns die 10 Kandidaten für Rot. Aber nicht gleich. Zuerst wollten wir wissen, wir machen ein bisschen Spannung, wer im Jury gewesen ist gestern Mittag und wie die Kandidaten gewählt hat. Also gestern Mittag sind also 10 Personen um den Tisch gesessen und haben die 32 Liedli gelost und haben Noten gegeben. Und am Ende ist natürlich etwas rausgekommen. Die 10 Beste, die wir einladen, nächste Woche für Hugo das Lied aufnehmen. Aber zuerst wollen wir natürlich ein Wort sagen über die Jurymitglieder. Wer ist hier um den Tisch gesessen? Für die Leute, die Fotos sehen von der Jury, die arbeiten, die sind natürlich auf unserer Internetseite, gell? Auf francebleuelsass.fr kann man das Foto sehen und auf der Facebook-Seite kann man auch Fotos sehen vom Jury. Also wer ist da dabei gewesen? Der Präsident davon, das ist der Mats Gatt, das ist schon der Coach Mogal, der ist dabei gewesen. Isabel Schöpfer als Direktorin vom Olga vom Elsassischen Sprachamt. Sylvie Bagnuls als Person, die für Orange da ist, die ein ganz wichtiger Partner ist von uns. Der Hervé de Haro, das ist der Direktor von France Bleu Elsass und France Bleu Alsace. Der Laurent Jeanvaux ist dabei gewesen, er ist der Chargé de Communication von France Bleu und er ist also zuständig für alles, was mit der Kommunikation zu tun hat. Zum Beispiel gemacht, das schöne Ding. Da ja, haben, das, wo da man... Für die, wo ich den Zuhörer schaue, gell, mit der Kamera, wir haben das ganze... Das Dekor, das ist alles ja. Voilà. Also der Hintergrund von der Stimme ist da, da könnt ihr sehen, wenn ihr uns den Zuhörer schaut mit der Kamera. Dann ist noch dabei gewesen, der Albert Weber, der Journalist ist und Musikjournalist. Er hört uns hin und schaut uns so zu. Wir machen ihm ein kleiner Kuckuck, voilà. Musik begeistert. Der Robin Leon ist schon dabei gesehen. Das ist der Sänger, den wir ganz gut kennen, natürlich, der selber schon einmal so eine Art Stimme gewonnen hat. Im Deutschen. Im Deutschen. Und wo du siehst als Jurymitglied. Der Clément Dorfer, den ihr kennt, der ein Animateur ist, der hier und dort auf France Bleu Elsass ist, ist auch dabei gesehen. Und Agnès Laure. Agnès Laure ist die, die zuständig ist für das Festival Sommerlied in Ohlungen. Und endlich noch Cathy Bernecker, die eine Schauspielerin ist, die am Television auftreten und sonst auch im Theater und die ihr könnt sehen, momentan in der Schokoterie als Mamsell. Und wie man da ist, wenn es um Spruch geht, die ganze Jury, also wie gestern Mittag, da ist gesehen, bei France Bleu Elsass, für die 10 Kandidaten wählen. Wer uns denn da rausgefischt, wenn man so kann sagen, er ist auch dabei gewesen, der Robin Leon, er singt uns gleich «Mein Sommertraum» vor Osnerach vorne, wer die 10 Kandidaten sind. Achtung, in 3 Minuten werden wir es erfahren auf France Bleu Elsass. Du machst es spannend, gell? Das muss man immer daheim. Ich traf dich im Sommer am Hafen. Lange konnte ich nicht mehr gut schlafen. Nun seh ich dich durch Zufall hier stehen. Du darfst jetzt nicht gehen, sage ich leid zu dir. Mein Sommertraum steht dir vor mir. Ich kann's nicht glauben. Es bleibt kein Traum, da sehe ich in deinen Augen. Mein Sommertraum bist du heute Nacht. Mir endlich nah sein. Der Abendstern wird strahlend hell. Für uns nur da sein. Ich spür schon tiefes Vertrauen, denn du lässt mich in dein Herz schauen. Du könntest auch an mich nur noch denken. Komm, wir beide schenken.
uns unendlich viel Zeit. Mein Sommertraum steht hier vor mir, ich kann's nicht glauben. Es bleibt kein Traum, das sehe ich in deinen Augen. Mein Sommertraum wirst du heute Nacht mir endlich nah sein. Der Abendstern wird strahlend hell für uns nur da sein. Und dann küssen wir uns und ich wünsch mir nur noch, es bleibt so für dich und mich. Sommertraum mit dem liedlichen also Stimmwohre im Ditsch, der Robin Leon, und hat immer noch viel Erfolg im El Gonzerindol sogar. Er ist dabei im Jury von Stimme. Und es gibt da, verraten wir nicht gleich, woraus macht die C-Kandidaten? Das können wir auch schon verraten. Also der Robin Leon macht uns die große Freude. Also dabei wird sie bei der Finale von Stimme 2019 dieses Jahr. Das ist in Tanzmatte von Schlettstadt. Und da müssen wir die Stadt Schlettstadt und der Tanzmatte natürlich, merci sagen, als ist der Saal gegeben, für uns wir die Finale können dort übertragen. Und das wird am Freitag, der 31. Mai sein, am 8:30 zu oben. Und wie gesagt, und der Robin Leon wird auch dabei sein und er wird natürlich auch singen. Aber er wird nicht allein sein, weil es ist heute noch die Finale. Und Finale von wem? Eben von drei von diesen 10, wo wir jetzt, wo die Jury uns geschwassiert hat, drei von diesen 10, wo die Leute können dann noch ab März wählen, gehen dann noch in die Finale. Aber schon einmal, jetzt wollen wir doch endlich wissen, wer sind ja. die 10? Hoffentlich, sind ja, das sind ein paar wie Reiter. Ja, also wer sind die 10 Finalisten für die Stimme 2019? Cynthia Colombo, Frédéric Greuer, Julien Chemie, der Édouard Heilbronn, Dan Herrscher, Lydie Mittelhäuser, der Jean-Luc Ulrich, Charlotte Fix, der Christoph Wolz und Christine Woms. Die, das sind die 10, die nächste Woche, Donnerstag, Freitag und Samstag, kommen bei uns hier im Studio France Bleu Elsass, das Lied aufnehmen, das sie geschickt haben. Und ab Anfang März können die Herren von France Bleu Elsass wählen für ihr Lieblings. Und ihr werdet natürlich die Lieder hören auf francebleuelsass.fr. Mit der Video. Video, sogar noch auf unserem Site Internet. Das ist mir noch nicht verrobbelt. Im März, wie gesagt, sie werden es aufnehmen, du, am nächsten Wochenende mit Spezialisten, richtig? Aber mit Musikanten, mit professionellen Musikanten. So, ich nehme nicht Gitarre und spiele Nein, mit professioneller, unter der Leitung natürlich von Mats Gatt, wo der Coach Vokal ist. Also. Und natürlich werden ein paar Talente du, auch mitspielen, noch am 31. Mai. So Talente, wie wir schon kennen, gell? Zum Beispiel der Mats Gatt vielleicht wieder. Mats Gatt wird natürlich auch wieder singen in der Finale. Leopoldine Aschach kommt auch als Marin dazu. Und der Robin Leon, der wird auch lang singen an der Finale. Und natürlich die drei Finalisten, die der Herren von France Bleu Elsass, die wählen ab März, da bin ich auf francebleuelsass.fr. Nachher wird gekocht, gell? Ja, Simon, wo wir heute alle Wort zu uns kommen, in ein paar Sekunden vor uns verraten. Hat sie wieder ein neues Lied schon, gell? Ich weiß nicht, wir machen Spannung. Ja. Spannung, lüge uns zu, weil er uns hoch ist. Machen schnell auf Regardez France Bleu Elsass en direct Video. Und noch sind wir uns alle im Studio. Natürlich werden wir, wenn es nicht alles gehört haben, die Namen auch wieder finden können, ab jetzt auf francebleuelsass.fr, gell? Die Kandidaten. Ja. Werden wir euch noch einmal auf unserem Site verraten, als wir es wieder stehen. Und was